Ich reagiere auf Gewitter im Kopf, Distrack von Revi. Was ist das hier in deinem Arm, Lukas? Und warum bist du so unglaublich fett geworden? Diese Fragen und viel mehr werden uns jetzt hier sicherlich beantwortet werden. Let's go. Lukas, wirklich, dein Kopf sieht absolut nicht mehr passend zur Proportion deines Körpers aus. Du musst wirklich was an deinem Gewicht ändern. Jo, Leute, was geht ab? Das ist schon wieder höher, Alter. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Leute. Digga, die Gesichtszüge von Lukas, die entgleiten hier wirklich. Also da ist keine Mimik mehr. Junge. Bitte und ja, was soll ich sagen, Leute? Revi hat seinen Diss-Track an Gewitter im Kopf, beziehungsweise an Gisela rausgehauen. Und das, by the way, weiße Farbe, Leute. Wir perfekt. Wir haben heute renoviert, bevor ihr wieder alle in die Kommentare schreibt. Hält in deinem Arm. Es ist weiße Farbe, ich gehe gleich duschen, dann ist sie wieder weg. Und besser wär's. Ich werde mir diesen absolut... Bitte nie wieder die Facecam so rankroppen. Schiss jetzt mal gönnen, Leute. Ihr seht es im Hintergrund, wir sind ja schon auf Revis Kanal. Ups, da, Ja, da sieht man mal, Leute, wer hier das Idol von Wilma ist. Ich habe Lukas seit 7 Jahren YouTube immer noch nicht abonniert und ich bin mir sicher, dass Lukas mir das Abo wahrscheinlich danach wieder zurückgegeben hat. Ist mir wohl irgendwann mal ein Versehen passiert, Leute. Auf jeden Fall, ja, ihr seht schon, ich habe mir echt nur so 10 Sekunden oder sowas bis jetzt davon gegeben. Nehmen das Ganze hier gerade um 1.20 Uhr mitten in der Nacht auf, Leute. Habe ich dir erlaubt, darauf zu reagieren, du Muchkachpe? War den kompletten Tag unterwegs und Revi hat mir das Video nicht vorher zum Reagieren geschickt. Das stimmt nicht, das stimmt nicht. Das war in der Gruppe drin, wo Standardskill, iCry, Crimex, Vice Studio, Rox und noch ein Kollege von iCrimex auch drin sind. An der Stelle, Lukas, du lügst. Warum lügst du deine Zuschauer an? Lügen Lukas in die Kommentare. Grüße gehen an der Stelle raus. Der hat mir das irgendwie so 2 Stunden vor Upload oder so geschickt. Ja, es war nicht 2 Stunden, sondern 8 Stunden vor Upload. Wahrscheinlich war ich da zu Hause, Bruder. Aber ist ja auch egal, Leute. Ich bin anders gehypt. Ich glaube, Gewitter im Kopf haben sich den auch schon reingezogen im Stream. Die haben mich heute schon angerufen und meinten, yo, Digga, was hältst du davon? Aber ich konnte noch gar nichts sagen, weil ich hab's noch gar nicht gehört. Ich weiß nur eins, es ist... Du hast es schon gehört. Ich hab's dir vorher geschickt. Wieso lügst du hier schon wieder? Fucking viel Autotune am Start. Und er hat sogar mich gedisst, was gar keinen Sinn ergibt. Meine natürlich macht das Sinn. Schau dich mal an, wie du aussiehst, Alter. Digga, du siehst aus... Ach, ich will jetzt hier gar nicht wieder anfangen damit. Ich werde schon wieder aggressiv. Alle G's. Ja, der Chat sagt hier, Lügen Lukas, Lügen Lukas, LL, Lügen Lukas. Jetzt wissen, Leute, das Ganze war eine Wenn-ich-du-wäre-Aufgabe, die ich dem gegeben habe, weil ich ja damals den Standard-Skill-Distrack machen musste. Grüße gehen raus an alle Standard-Skill-Fanboys, die mich heute noch anschreiben. Ey, warum machst du einen Distrack, du Wichser? Aber ja, Leute, so ist das, wenn man die Wenn-ich-du-wäre-Folge nicht gesehen hat. Aber ist ja auch egal, Leute, ich würde sagen, wir labern nicht lang drum herum. Wir klicken rein, lassen schon mal auf Ehre einen Dislike da, Bruder. Und ich bin auf jeden Fall anders gespannt, deswegen würde ich sagen, Abfahrt, Digga. Und rein da. Oh shit. Okay, ich meine das wieder. Boah. 100% ernst. 200-300%. Übrigens hat es deinen an der Stelle auch nicht gereicht, diese Ironie-Bekundung am Anfang jetzt zu machen, von wegen, ich meine das 300-400-500% ernst. Die meisten Zuschauer auf YouTube haben es natürlich nicht verstanden. Die meisten Zuschauer auf YouTube haben nicht meinen Hauptschulabschluss. Mindestens. Ich hasse alle. Rave? Rave? Was? Rave Insight. Sorry, Digga, also direkt ein Dislike, der Junge macht direkt einen Künstlernamen, Junge. Ja, gut, dass das einfach mein Trash-Profil auf Spotify ist, wo ich hier in sämtliche Müll hochlade. Von mir ist, mache ich doch 16 Bars, wie ich deine... Ach, ist ja auch hier reden, wenn ich bei Lukas Mutter... Warte, ich mach's euch ein bisschen leiser, Chat. Kleinen Moment. So, jetzt können wir eigentlich, jetzt können wir damit ganz gut arbeiten. ...vorkommen und ich wünsche allen Menschen da draußen alles Schlechte. Das meine ich ernst und das kommt... Hey, hey Leute, ihr braucht nicht Danke sagen. Ich weiß das, ich weiß das. Ich mach's wieder zurück, nur um euch zu triggern. Von Herzen. Oh, der Flex mit dem AMG, Leute. Ey. Oh shit, Digga. Let's go. Digga, okay, warte mal kurz. Ich muss gerade mal auf Real Talk sagen, die Hook... Digga, die ist gar nicht schlecht. Ich dachte jetzt, da kommt der übelste Müll, aber... Chat, ihr müsst nicht diese ganzen Kotz-Emotes machen. Es ist, weil... Es ist für uns alle nicht einfach, aber wir stehen das durch. Krass, Lukas, wenn hier einfach 5000 Leute dich einfach komplett hassen. Maximal geil, wirklich. Ja, Lukas, danke für die Komplimente. Das kann man ja von deinen Songs nicht behaupten. Also ohne Flachs, Leute. Hook geht bis jetzt klar. Wahrscheinlich war das halt im Studio. Ja, schon viele Dislikes, ne? Lukas, muss man an der Stelle mal sagen. Producer hat Revi gefragt, du, wie viel Autotune willst du denn haben? Und Revi, ja. Ja, genau so läuft hier ein Songproduktionsprozess ab. Das zeigt ja wieder mal an der Stelle, dass Lukas noch nie etwas selber musikalisch auf die Beine gestellt hat und wahrscheinlich nicht mal ansatzweise dabei gewesen ist, wenn so ein Song entsteht im Studio. Lukas, das zeigt mal wieder, wie unwissend du bist und den dummen Wortwitz hättest du dir mal ganz gehörig in deinen fetten kleinen Hintern stecken sollen. Aber ist ja auch egal bei einer Hook, ich kann es verstehen, Leute, Revi kann halt nicht singen und ist ja auch egal, hört sich ja trotzdem fresh an. Egal. Ich finde es immer so süß, wie Lukas dann Loki mal doch zurückrudert und sagt, eigentlich ist er ganz cool und ich mag ihn doch. Hören wir mal weiter. Ja, der Beat, Junge.
Der Beat ist geisteskrank. Ein riesiges Shoutout nochmal an der Stelle an Tani, diesen geisteskranken Ehrenbruder, Alter, der hier wirklich beatmäßig kompletto rasiert hat, Alter. Das ist wirklich insane, Junge. Tani X Kira, Alhamdulillah, ich küsse eure Augen. Ey. Bitte nicht mitsingen, Lukas. Aber ich will die Rap-Parts hören, das ist ein Diss-Track. Digga, ich bin hyped, Digga. Nochmal, ich hab's ja extra nicht wie einen klassischen Diss-Track aufgenommen, sondern wie so einen normalen Spotify 2-Minuten-Hit, Alter. Wo wir quasi einmal Part haben, eine Bridge, zweimal die Hook. Das war's. So sieht moderner Hip-Hop aus. Es schmerzt mir im Herzen, aber es ist leider so. Versucht mal noch einen 3-Part-Track zu finden. Das gibt's heute gar nicht mehr. Bleib! Der muss jetzt richtig einen rausballern. Ey. Wir hatten ja hier sogar noch eine andere Break und sowas überlegt, halt mit einem komplett anderen Breakbeat oder so, aber das wäre dann noch was anderes flowen. Aber ganz ehrlich, juckt mich nicht. Ich bin voll zufrieden damit, Mann. Und? Gisela, willst du mit mir schlafen? Digga, was ist denn das? Ey, als ob er bei einem Diss-Track-Rap-Part Autotune benutzt. Junge, warum, halt? Ich glaube, Lukas, das verstehen, glaube ich, sehr viele Leute nicht. Autotune ist nichts, was in der Kunst oder generell in der Musik verschrien sein sollte. Das klingt jetzt vielleicht sehr dumm, aber weil die meisten Leute wahrscheinlich von euch und auch so ein Lukas noch nie wirklich mit einem anständigen Autotune gearbeitet haben, mit einem anständigen Musikstudio und mit einem anständigen Mikrofon. Autotune ist tatsächlich, und das sage ich jetzt nicht, um mich selbst zu verteidigen, sondern um das Ganze mal so ein bisschen in Schutz zu nehmen, ein stilistisch sehr, sehr wertvolles und gutes Mittel. Autotune ist letztendlich ein Stück weit ein Instrument, was man mit seiner Stimme richtig spielen muss. Denn wenn man keine Ahnung hat, wie man seine Stimme bei Autotune einzusetzen hat, dann klingt das trotzdem scheiße. Autotune ist nicht einfach eine Pitch Correction, die jedes einfach richtig rückt, sondern tatsächlich oftmals auch richtig eingesetzt werden muss und auch verstanden werden muss, damit es klingt. Da bin ich mir sicher, dass es bei Lukas nicht der Fall ist. Grüße gehen an der Stelle raus. Alter. Ey, auf Free Talk, Bruder. Ich werde einfach sagen, Lukas, du disst jetzt einfach irgendwen anders, der so richtige Randgruppe darstellt. Digga, mach doch mal dagegen Diss-Track. Ja? Das ist echt eine Gratwanderung, Leute. Das ist eine Gratwanderung, den Leuten nicht zu sehr auf den Schlips zu treten und dann nicht irgendwen einfach komplett grundlos wegzudissen. Das habe ich jetzt schon mehrfach erklärt und ich glaube, ich muss mich dafür nicht rechtfertigen. Ich mach, wie ich das hier will und wem es nicht passt, der kann sich einfach verpissen. Ich meine, ey, auf korrekt, Beat absolut krass, Video auch geil gemacht. Ich meine, Leute, ihr müsst wissen, er hat das Ganze innerhalb von einer Woche oder sowas produziert. Nee, also wir haben das Video innerhalb von 3 Tagen nicht mal gemacht, sondern von 3 Stunden aufgenommen. Leo hat es über Nacht geschnitten und der Song hat nur so lange gebraucht, weil das Mastering leider. Bin dann immer so ein bisschen jemand sorry dafür an der Stelle. Ich brauchte ein bisschen, ich wollte ein bisschen was im Mastering immer wieder anders haben, hab mir 3-4 Versionen mit Tani hin und her geschickt, deshalb hat es so lange gedauert. Deshalb. Ist ja noch umgezogen und so. Das wissen halt viele nicht, weil Revi das, glaube ich, noch gar nicht öffentlich gemacht hat. Doch, habe ich. Falls es geheim bleiben sollte und du das gerade siehst, schade. Aber übrigens hat Lukas seine Schwester geheiratet, das sollte auch keiner wissen. Huch, jetzt habe ich es erzählt, tut mir leid. Er hat halt echt viel zu tun. Dafür ist echt was relativ Geiles entstanden, was das angeht. Digga, der Rap hat absolut Schmutz. Ich schwör's, ich fühl's gar nicht, Leute. Ja, du hast aber auch ein musikalisches Verständnis von einem Lego-Baustein. Diss-Track ist immer so richtig so auf die Fresse, wisst ihr, wie ich meine? Ja, das zeigt ja, wie gedankenreich dein Spektrum, was Musik angeht, ist, Lukas. Nämlich gar nicht. In dem Diss-Track muss man halt richtig raushauen, Digga. Punches, dies, das und... Ey, ich kann euch Diss-Tracks zeigen, die sind wirklich so laid-back und so easy geflowt und trotzdem geht es da einfach um eine Meta-Message, die einfach alles auseinander nimmt. Aber sowas versteht Lukas natürlich nicht. Klar, wie denn auch mit einem IQ von unter 70? Stattdessen kommt bei den Rap-Parts bei Revi einfach nur absolut der Autotune, Digga. Also da geht auf jeden Fall ein dicker Minuspunkt. Janik. Danke für deine scheiß Kanalpunkte, hör auf damit. Richtig dicker Minuspunkt. Mein Diss-Track, ich hab's so richtig auf Haftbefehl gemacht. So. Ja, deshalb war's so peinlich. Übelst auf, rein da, Digga. Und dann kommt hier. Aber, ja, weiter geht's, komm. Vielleicht kommt ja noch was, ne? Ich will nicht zu viel labern jetzt. Hast du schon. Das war geil. Grüß ihn raus. Adchen, Digga. Da muss ich mal ganz kurz Tim verteidigen. Also die Frisur ist absolut fresh. Der Friseur ist auch absolut... Ja, das stimmt. Dennis ist ein absolut cooler Typ. Aber ganz ehrlich, verglichen mit der Frisur... Also das liegt doch nicht am Friseur, Lukas. Das liegt einfach an dir als Mensch.
Es wäre, glaube ich, besser, wenn du einfach ständig eine Kappe tragen würdest oder so einen großen Zylinder oder sowas. Ganz ehrlich, ach, weißt du was, verdeck einfach dein ganzes Gesicht, du Schmutzmensch. Fresh, bin zufällig beim selben. Aber warte mal, Leute, was mir by the way gerade einfällt, Revi ist halt sogar beim selben Friseur. Also wenn du Tim seine Haare disst du... Nein, ich disse Tim seine Haare, weil es Tims Haare sind. Ich disse nicht Tims Friseur, das ist ein großer Unterschied. Weißt du, das habe ich ja gerade versucht zu erklären. Du bist generell hässlich, Tims Frisur ist generell hässlich. Ich sehe extrem gut aus, meine Haare auch. Das ist der Unterschied. Du quasi deinen eigenen Friseur, weil dir ein und dieselbe Person die Haare von ihm schneidet wie auch... Nein, ich, Lukas, nein. Und dir? Digga, was ist denn da los? Also auf Real Talk, Leute, richtig schwache Line. Und ich hoffe, wenn unser Friseur das sieht, grüßt ihn raus. Ich hoffe, beim nächsten Friseurbesuch von Revi rutscht der Rasierer ein Ticken weiter ober, Bruder. Also ich glaube, ich werde an der Stelle mal mit ihm reden, dass du auf jeden Fall keinen nächsten Friseurbesuch da bekommst. Grüße, Lukas. Da, die Line kann ich nicht nachvollziehen, Digga. Auch ein bisschen Meta gewesen, die Line, gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Tim immer ganz am Anfang ein bisschen nervös gewesen, daher. Und die Stücke so klein. Ja, weil eine Klinge nicht reicht bei deinem riesigen Ranzen. Warum ich? Warum disst du mich? Warte mal. Und mein Gesicht. Das gibt einen Strike, Digga. Den Strike gibt's aber nicht, weil dein Gesicht da drin ist auf Copyright-Basis, sondern den Strike gibt's, weil ich gegen die Community-Richtlinien verstoßen habe und Dinge gezeigt habe, die eigentlich ganz YouTube nicht sehen möchte. Ey! Junge, das soll ein Dislike an Gewitter im Kopf sein, warum erwähnst du mich? Wieso hast du es eigentlich nicht geschafft, auf 10 Minuten zu kommen, Lukas, du Schmutz? Aber warte mal, mach dir noch... Ich schaff das übrigens an der Stelle hier. Ja? Gewitter im Kopf. Nee, und die Hook. Ja, das ist eine Bridge gewesen, das hätte man mit ein bisschen musikalischem Verständnis erkennen können, dass da nicht noch ein Part kommt. So ist du mal eine Bridge. Okay, Video ist krass, Digga. Video ist krass. Leo bei dem Video sich wieder selbst übertroffen mit Tobi. Hat echt geil geworden. Aber Digga... Für Dislike zu viel Hook und zu wenig Rapper. Ganz Erik B, ich hasse Evive, danke für deine 2 Euro, kann ich nur zustimmen. Amar unterstrich der beste Streamer. Warum beleidigst du immer Evive, warum er dein Freund ist? Und wenn er dein Freund ist, habe ich jemals gesagt, dass Evive mein Freund ist? Mein Gott, ich hasse den nicht wirklich, aber ich hasse ihn wirklich. Warum? Digga! Übrigens, die Line habe ich nochmal von seiner Mutter und seiner ganzen näheren Familie bestätigen lassen. Da mag wirklich niemand The Vive, das ist echt wahr. Ey! Ey, ich werde dich so umbringen, Junge. Jan ist scheiße. Kann man nicht sagen, ich sehe einfach absolut gut aus. Alter, was war das, Junge? Ey, aber auf Real Talk, Digga, den Diss-Track kriegt er aber richtig reingehallert. Digga, Revi, wenn du das hier siehst, das war doch kein Diss-Track. Junge, ein Diss-Track? Mhm. Wir können mal eingeben. Diss-Track. Also, es ist jetzt so, dass Lukas mir als Nicht-Verständnis, also als jemand, der Hip-Hop und Musik gar nicht versteht und keinen Einblick in diese ganze Szene hat, mir erklären möchte, nach welchen Regeln der Kunst ich etwas zu machen habe. Es ist ungefähr so, wie wenn, sag ich mal, jetzt Mo beispielsweise, der noch nie in seinem Leben ein Bild gemacht hat, oder gemalt hat, Picasso sagen möchte, wie er ein Bild zu malen hat. Ich bin an der Stelle dann einfach mal Picasso. Digga, sowas, Leute, sowas nennt man Diss-Track. Einfach, Digga, böser Beat und einfach in die Fresse, wisst ihr, wie ich meine? Perfekt, das hast du sehr, sehr gut präzisiert, was dir daran gefällt, Lukas. Ich bin stolz auf dich, wirklich. Einfach böser Beat und... In die Fresse. Intellektuell. Ganz hohes Ding. Dagegen war Revi sein Song. Digga, das war kein Diss-Track. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt. Zählt, lassen wir das gelten, weil wenn ich du wäre, lassen wir den Song gelten als Diss-Track. Junge. Ich warte hier auf eine Antwort von denen und dann kann man ja nochmal sehen. Ey, aufgeregt. Die Hook war echt fresh. Der Beat. Herr Grievous, kannst du mein neues Pepperwurz YouTube-Kacke gucken? Schieb ich mir gleich maybe noch rein. Chocizel, Digga. Echt, Props gehen raus, Digga. Video auch anders krass gemacht. Aber deine Rap-Parts, Schmutz. Und erst recht, warum dissen die mich in diesem Diss-Track? Alles unmöglich ist, das nicht zu tun. Schau dich einfach an, Digga. Das ist wirklich einfach unmöglich, da nicht mal drauf. Also, das ist, da tritt man einfach nach.
in meinem District, den ich gemacht habe. Gönnt euch die Line. Wenn ich du wär, geh mal weiter. Revi und dich, unerreichbar. Ja, das ist halt genau das. Arschkriecher-Mentalität. Ich mach's sogar noch auf Revi und ich, unerreichbar. Ich weiß nicht, warum er sich damit reingenommen hat. Das hätte einfach gereicht, wenn er gesagt hat, Revi, unerreichbar. Und hol ihn noch so mit ins Boot, so auf Props. Aus deinem Boot würde ich lieber aussteigen. Base, wisst ihr? Digga, und der frontet einfach gegen mich. Bruder, was ist los? Nenn mich nicht Bruder. Wir sind keine Geschwister. Aber ist okay. Ist okay. Also ohne Scheiß, Jungs, wenn ihr das seht, also Jan. Ich bin anders ehrenlos gerade zu ihm. Mann, ich meine das doch nicht ernst. Wenn er ein Problem damit hat. Ja, es juckt mich nicht. Und Tim, meldet euch, Digga, wenn ihr Insider-Infos braucht gegen Revi, da bin ich gern zu haben, Digga. So ein Ding ist das nämlich. Und ja, Leute, ey. Sein Boot geht unter. Fett schwimmt oben, keine Sorge. Ich entschuldige ein bisschen, ich sehe noch anders wack aus. Wir haben, wie gesagt, mitten in der Nacht. Ich wollte eigentlich schon pennen gehen, aber ich wollte mir diesen Song noch reinziehen. Und ja, Leute, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Ich gehe jetzt erstmal ganz gediegen pennen, aber, Digga, ich bin ein bisschen enttäuscht. Was ist das jetzt hier? Hey, was ist das jetzt? Wie ist das geschnitten? Hä? Wollt ihr auf 10 Minuten kommen? Hat's verkackt? Ist der so dumm, der Junge? Ich muss wirklich sagen, ein paar Lines waren ja auch nicht schlecht, aber... Leute, ist so schwer darüber, irgendwie ein Urteil zu ballern, deswegen... Er hat's aber nicht hinbekommen. Er hat's nicht geschafft. Der ist der Junge. Ja, schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare, Leute. Und dann würde ich sagen, ich gehe jetzt erstmal pennen. Echt nochmal sorry, ich bin übel müde. Sagst du vielleicht nochmal ganz kurz, dass du pennen gehst? Das wäre sau interessant. Vielleicht habe ich schon rote Augen und keine Ahnung was. Meine Haare sind absolut wack gerade. Aber... Das gerade kann man beiseite lassen. Aber ja, Leute, ich wollte das React einfach nur aufnehmen. Lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns morgen beim nächsten Video, Leute. Haut da rein und macht's gut. By the way, originaler Link natürlich in der Beschreibung. Checkt das Ganze trotzdem mal ab, Leute. Checkt mal bei Revi vorbei. Und ich kann nur eins sagen. Ich bin gespannt, weil eine Antwort von Gewitter im Kopf wird zu 100% kommen. Glaub mir, Revi, ich werde alles dafür geben. Ja, es würde mich echt nicht überraschen, wenn du im Clownskostüm, Alter, aus einem Auto aussteigst, wo deine ganze Familie drin sitzt und dann als Clown-Feature, Digga, als komplette Clown-Academy da irgendwo mitspielst, Lukas. Ich freue mich wirklich auf deinen Part. So viel zu Evolve, Leute. Ich bin mit ihm hart ins Gericht gegangen, aber so geht Lukas ja auch mit seinem Essen um. Hartes Gericht. Er stopft sich nämlich alles rein. Leute, also ich bin an der Stelle wirklich echt dankbar, Lukas, dass du mich immer so unterstützt hast und so aufgebaut hast. An der Stelle habe ich dich mal wieder. Und das war's. Deke, das darfst du gerne so unzensiert hochladen. Lukas, ich habe dich trotzdem von Herzen echt gern. Und du bist ein absoluter Ehrenmann. Wir sind an der Stelle durch und sehen uns dann im nächsten Video, wenn wir so tun, als wäre nichts gewesen.